Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter in einer neuen Folge. Und ja, im letzten... Ups. Ja, au. Im letzten Part sind wir hier über diese Stacheln geflogen mit ja, diesen komischen Seifenblasen. Übers Feld quasi. Ja, und wir gucken mal, ob wir jetzt einen Weg in die Wolken finden endlich. Ich bin gespannt, denn dort gibt es ja immer noch unseren... bösen, gefürchteten Boss-Endgegner. Lakitos, die uns angreifen. Wie soll ich denn an die rankommen? Alter, was schmeißen die denn hier? Das ist ein Orden. Wie komme ich da hoch? Gute Frage. Nächste Frage. Aha. Aha. Können wir da was wegsprengen etwa? Das wär's doch. Dulu. Ah, diese Musik, ne? Ich weiß nicht, die macht mich kürr. So, was haben wir denn hier? Megadots-Orden erhalten. Mario trifft einen Gegner mit unglaublicher Kraft. Hört sich geil an, ne? Mal gucken, was dieser Orden so drauf hat und wie viel er kostet. Der Megadots-Orden. Ist auf jeden Fall ein Hammer-Orden. Mega-Beben. Mega... Nö, nö, nö. Hä, wo ist denn da hin? Mega... Mega... Mega-Beben. Mega-Hauer. Powerhauer? Wo ist der? Da ist der Megadotz. Zwar kostet dich ein Megaschlag 6 BP, aber Gegner, den er trifft, wird sich noch lange daran erinnern. Der muss schon stark sein, denke ich. Eieiei. Und das verbunden mit einem Turbolader? Alter, da fliegt der nach Timbuktu. Aber ich würde es erstmal so lassen. Ich würde es trotzdem erstmal so lassen. Gut, den Orden haben wir uns auf jeden Fall gegönnt. Und hier geht's weiter. Neue Musik. Wir sind auf einer Burg angekommen. Hier können wir jetzt bestimmt... Hier können wir jetzt bestimmt... das Ding einbuddeln, oder? Den Samen, die Ranke. Ah, guck mal hier unten. Okay, da unten muss ich erstmal mit einer Bombe nochmal ran. Okay, die Musik ist aber mega cool. Boah, ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Das muss sein. So. Das sind doch aber auch schon wieder so Stacheln und sowas. Ah, das Ding sackt jetzt runter, ne? Jawohl. Hey, was für coole Musik, ey. Gegner? Was meint ihr? Hallo? Hey, hallo. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand bis hier heraufkommen würde. Ich bin die Sonne. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Ich sollte sagen, ich war die Sonne. Die Wolken, die aus Schnafulas Puff-Puff-Maschine kommen. Diese Wolken versperren mir den Weg in den Himmel. Als Sonne bin ich eine völlige Versagerin. Jetzt müssen alle Blumen und Pflanzen auf den Blütenfeldern leiden. Wo sie steht? Sprichst du von der Puff-Puff-Maschine? Ich glaube, du findest sie östlich von hier. Die Wolken scheinen aus dieser Richtung zu kommen. Ey, geht die Sonne jetzt mit uns mit? Ist die Sonne unser neuer Typ? Warum möchtest du das wissen? Glaubst du, du könntest die Puff-Puff-Maschine zerstören? Nein, das ist unmöglich. Aber überanstreng dich nicht. Du kannst ebenso gut wieder nach Hause gehen. Hallo, ich bin hartnäckig. Findest du östlich von hier? Die Wolken scheinen aus dieser Richtung zu kommen. Wenn die Wolken verschwinden würden, könnte ich mich wieder in den Himmel erheben. Okay. Wo genau müssen wir denn eigentlich das Ding jetzt einpflanzen? Das interessiert mich gerade irgendwie ein bisschen. Also hier wären wir jetzt erstmal durch. Oh, okay. Hey, 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 schön langsam, warte, Mann. Was los?
Ah, das ist doch der Lakito, der mit uns mitkommt, hä? Hey Mann, ich glaube nicht, dass wir uns schon kennen. Ich meine, du bist Mario, oder? Mein Name ist Lucky Lester. Nein. Ich heiße Hugo. Oh ja, Spike. Ja, ich bin Spike. Oder wie auch immer. Pass auf, ich persönlich habe zwar kein Problem mit dir, aber ich habe Befehle von Schnaufula. Tut mir leid, Mann, aber ich muss dich jetzt vermöbeln. Wie ich schon sagte, tut mir leid. War das jetzt cool? Ha, yeah, total cool. Es geht los, Mann. Okay. Ja. Gut, Hammerangriffe sind hier eher wirkungslos, glaube ich. Ja, ich würde sagen, Strategie, Mitglied wechseln, Gumbario an Start, den Scanner erstmal gucken, was er so drauf hat. Fähigkeiten, Scanner, Spike. Er sagte, sein Name ist Spike. Er scheint ein Lakito zu sein, aber er ist wohl mit Abstand der eigenartigste, den ich je gesehen habe. 50 KP an Angriffskraft 4, er wirft mit Stachieiern. Geht es nun mir so oder hat er sich selbst Spike, Huko und Lucky Lester genannt? Hm, komischer Kerl. Ich frage mich, wie er wohl wirklich heißt. Also, das sieht für mich stark nach einem neuen Mitglied aus. Da bin ich mir fast sicher. Okay, let's go. Schön 4 Schaden erstmal. 8 Schaden. Bam. Geil geblockt. Schön. Okay, ich würde sagen, Strategie. Mitglied wechseln. Machen wir uns erstmal selber ein bisschen stärker. Oder Verteidigung. Ich glaube, stärker ist geiler. Stärker ist geiler. So, und dann zack. Fähigkeiten. Zack. Let's go. 4 Runden. Angriffskraft erhöht um 1. Junge. So, Sprungattacke. Zack. Schön 10 Schaden, ey. Mit einer normalen Sprungattacke. Sau geil. Mist. Aber es sind nur 3 Schaden, ey. Ist ja gar nichts. So, wenn ich jetzt theoretisch Mitglied wechsle und mache hier noch auf Buu, Sushi, ne? Tauschen die einmal und machen hier noch Wasserblock. Sind wir auch verteidigungsmäßig erhöht. Und ab nächster Runde können wir dann mit allen zusammen richtig schön angreifen. So, Sprung. Zack, easy 10 Schaden reingeballert. Und der macht immer den gleichen Angriff. Und ich kriege nur noch 1 Schaden. Hä, wie easy. Zack. Ja, komm. Bauchplatsche reicht, oder? Bam, 5 Schaden. Nächste Runde ist er down. Überhaupt keine Chance, der Typ. Zack und tschüss. Easy peasy lemon squeezy. Frame-Anbrüche. Und wir kriegen doppelt Erfahrung. Oh, guter Moment, geilo. Saugeil. Sehr schön. Schön aus 12,24 gemacht, so muss das sein. Oh Mann, du bist ja knallhart. Ich gebe auf, Mann. Mach schon, gib mir den Rest. Ich habe keine Angst. Mach mit mir, was immer du mit Kerlen machst, die du besiegt hast. Feuerblume ins Auge, Powerblock in den Po. Warte. Oder ist sie es? Oh nein, Lucky Lulu. Nein, bitte. Sei bitte gnädig mit meinem armen, süßen Lucky Lester. Ja, nenn mich nicht Lucky Lester. Ich bin Spike, ja? Ich habe dir doch gesagt, dass ich schon letzten Monat meinen Namen geändert habe. Puh, ich meine, Mann, warum musst du mich immer bloßstellen? Obwohl, aus irgendeinem Grund mag ich dich deswegen umso mehr. Ich meine, was? Nein! Habe ich eben laut gedacht? Vergiss das, dass ich das gesagt habe. Aber egal. Ich habe einen Kampf Mann gegen Mann verloren, daher muss ich mich nun der Sache stellen. Mario, bitte verzeih ihm. Mein Lucky Lester hat nur getan, was ihm Schnaufula befohlen hat. Verzeihen, klar. Wirklich, ganz ehrlich. Wirklich, ganz ehrlich. Du verzeihst ihm. Oh, vielen Dank. Hör auf, mich Lucky Lester zu nennen. Das ist so ein blöder Name. Ich heiße Spike. Spike, hörst du mir zu? Na,
Langsam bekomme ich den Eindruck, dass der ganze Deal ziemlich blöd ist. Ich habe für Schnaufula gearbeitet, weil ich Teil von etwas Großem sein wollte. Aber alles, was ich zu tun habe, ist sinnlose Kämpfe auszutragen. Das ist nicht gerade das, was ich mir vom Leben erwartet hatte. Hey Mann, ich habe eine Frage. Warum in der Welt kämpfst du eigentlich? Für mich selbst, für den Weltfrieden, ohne Grund. Wieso, Spike? Ich glaube, das ist die richtige Antwort. Also, wieso Spike? Für mich selbst, für den Weltfrieden. Kämpfen wir. Weltfrieden, wie? Ist das nicht ein wenig monodramatisch? Obwohl ich zugeben muss, dass diese noble Absicht einen gewissen männlichen Charme beinhaltet. Ja, so muss es sein. Ich gehe mit dir, Mann. Oh nein, Lucky Lester. Du kannst mich nicht verlassen. Bitte nimm mich mit. Ach, Lucky Lulu, bleib locker. Du musst das verstehen. Ich mach das doch alles nur für dich. Ich gehe. Ich muss meinem Mann stehen. Warte auf mich. Wenn ich zurückkomme, bin ich auch ein viel männlicherer Lucky Two. Lucky Two? Okay. Ich werde auf dich warten, Lucky Lester. Okay. Aber wenn du nicht in einem Stück zu mir zurückkommst, würde dir das sehr leid tun, junger Mann. Ich schwöre es dir. Wenn ich mir Sorgen machen muss, nehme ich mir einen Starion. Bab, aber in den Po. Okay, genug davon. Dann sollte ich wohl dafür sorgen, dass ich härter als du bin, wenn ich zurückkomme. Schenk mir dein Lächeln zum Abschied. Du bist umso viel süßer, wenn ich deine Beißerchen blitzen sehe. Was? Bis dahin. Lucky Lester gehört nur zum Team. Drücke M, um auf Lucky Lester Stacheln und Lava zu überqueren. Im Kampf kann er einen Gegner mit Starry Flip oder alle Gegner mit Starry Wurf nach guter alter Lucky Two Manier ordentlich perforieren. Alter, was? Oh nein, Lucky Lester kommt bald wieder. Ich werde mit einem Lächeln auf dich warten. Ah, hör auf, nenn mich Spike. Hä? Aber. Ich kann jetzt komplett fliegen? Nee. Hä? Oh Mann, das ist ziemlich schnell, ne? Sieht das doof aus. Aber ich komme jetzt bestimmt auch einfach über diese komischen Stacheln drüber, oder? Kann das sein? Ah! Biene. Ja, cool. Okay, das geht jetzt easy. Sehr schön. So, wir sind jetzt wieder beim Baum. Wir sollen weiter nach Osten. Den Bereich haben wir ja schon mal angeguckt. An sich geht es mir auch ziemlich gut, aber wir haben wenig Geld. Ich würde mal ganz kurz zurückgehen. Zurück nach Tottown. Genau, ich würde mal kurz zurückgehen nach Tottown und ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder der Typi. Danke. Gucken, ob ich vielleicht Geld ausgeben kann. Nö. Aber da hinten ist er, der Quizzo. Der Quizzo ist am Start. Hey Quizzo. Was geht? Yo Mann, let's go. Ich will ein fettes Quiz machen. Ach du Scheiße, wie viele Mitglieder zählt Kubarios Familie? Opa, Oma. Papa. Bruder. Schwester. Und Mutter, oder? Sechs. Yo, geil, Alter. Korrekt. Gratulation. Hier ist dein Sternsplitter. Haha, es läuft. Du hast bis jetzt 9 Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe, bis bald. Hä, voll gut. Frame-Einbrüche so ein bisschen. What is da lo? Aber es geht. Okay, Lucky Lester ist bei uns am Start, Leute. Wir heilen uns nochmal kurz. Und dann geht's wieder ins Blumenreich, würde ich sagen. Leider können wir kein Geld ausgeben. Doch, ich habe eine Idee, wo wir noch Geld ausgeben können. Ach Mann, ihr habt es mir schon geschrieben, ne? Ich will immer mit diesem Bett interagieren. Aber eigentlich muss ich mal mit Todd reden. Aber das Naheliegendste ist doch einfach, man geht ins Bett, oder?
Ich weiß nicht. Hast du gut geschlafen? Jo, ich brauche erstmal Kaffee. Ihr merkt vielleicht, dass ich gerade so ein bisschen, weiß nicht, verschnupft bin. Das liegt wahrscheinlich daran, dass jetzt gerade wieder so langsam die Heuschnupfenzeit losgeht. Es tut mir auf jeden Fall leid, wenn es sich zu sehr danach anhört. Ich will mal ganz kurz zu dem Schweinchen. Kann ich ja Geld rein investieren? Vielleicht bringt das ja noch was. Ich habe leider keine Ahnung mehr. Ich weiß leider gar nicht mehr, was das gebracht hat. Wofür das da war. Kein Blassen. Oh, das sieht anders aus. Was muss ich machen? Was bringt das, Leute? Kann ich da noch irgendwas gewinnen? Oh, das ist ein weißer Grunzi-Ludi. So bleich und zierlich. Okay. Und? Blumenmuster. Wie viele brauchen wir denn? Keine Ahnung, was ich hier mache. Ich bin 10 Münzen. Warte auf das Eis, schlag es mit dem Hammer, damit der Grunzilüt schlüpft. Versuche herauszufinden, welche Art von Grunzilüt schlüpfen wird. Erfreue dich an den liebeswerten Grunzilüten. Doch Vorsicht, betrittst du den eingezäunten Bereich, laufen alle Grunzilüten davon. Schlüpft der 11. Grunzilüt, läuft der 1. davon. Versuche alle Arten von Grunzilüten zu finden. Okay. Oh, der ist neu. Wenn ich alle Arten habe, bekomme ich dann was? Ich glaube, das werde ich auch mal offscreen machen. Und gucken, ob ich da irgendwas bekomme. Einmal noch. Und dann... Geh mal zurück aufs Blumenfeld. Ja, komm, auf geht's. Ich bin schneller, oder? Obwohl, eigentlich nicht. Okay, Leute. Dann erstmal wieder ab aufs Blumenbeet und dort, ja. Sollen wir jetzt zur Puff-Puff-Maschine gehen und die zerstören? Damit die Sonne wieder in die Wolken aufsteigen kann. Dann schauen wir mal. Erstmal speichern. Und weiter geht's. Miau. So geil. Okay, muss jetzt erstmal gucken, wie das hier läuft. Aber theoretisch kann ich jetzt hier lang, ne? Ja. Interessant. Ah, dann muss ich mir, glaube ich, auch nochmal die anderen Gebiete angucken, oder? Was meint ihr, Leute? Hallo? Zack. Ich brauche Grün auf jeden Fall unten, oder? Hä, was passiert denn hier? Doch Grün ist hier? Ah, okay. Jetzt mache ich den hier runter. Den runter. Und
Rot runter. Ne, vorher muss Grün noch runter. Ah je, ey. Voll das Rätsel hier. Jetzt Rot runter. Und dann müssten wir es aber haben. Weil hier kann ich jetzt wieder... Jetzt mache ich lila. Alter. Zack. Dann mache ich grün. Oh, doch nicht. Warte mal. Ne, grün. Hä? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal. Zu Paper Mario, gerne liken, kommentieren. Ciao.